So Leute, herzlich willkommen zu der Gameplay-Woche. Heute ist der erste Tag, logischerweise. Wir fangen direkt mal an mit einem 51-Kill-TDM mit einer 71-Sekunden-Nuke. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Ja, hier irgendwie war die HDP-Feueraufnahme, ist die kurz abgekackt. Ja, und als heutiges Thema habe ich ja mal in mein Themenrepertoire, sag ich jetzt mal so, reingeschaut und habe mich dann entschieden, gut, fängst du heute mal direkt mit einem, ich sag mal, kritischen Thema an. Und zwar, sind kleine Kinder oder ganz junge Leute, ab wann ist man, sagen wir mal, formulieren wir es mal um, ab wann ist man denn alt genug, um COD zu spielen oder generell irgendwie zu spielen, wie auch immer? Ich denke mal, generell zu spielen, da sollte es eigentlich kaum eine Begrenzung geben, weil ich finde, das gehört, ist mittlerweile Teil unserer Gesellschaft mehr oder weniger. Ich meine, es gibt ja kaum noch Kinder, die ohne das aufwachsen. Also ich kenne jetzt keinen einzigen Jungen zumindest. Bei Mädchen ist wahrscheinlich noch was anderes. Und COD ist natürlich wieder eine Frage, ne? Spiel ab 18. Das kann man natürlich so sehen und so sehen. Also ich persönlich finde, dass es schwierig ist, sowas pauschal festzulegen. Generell halte ich diese USK relativ für schwachsinnig, weil es halt teilweise irgendwie total an den Haaren herbeigezogen ist, was für Spiele da was für ein Rating bekommen und manche dann da total schlecht bei weggehen. Dann ist natürlich auch wieder so eine Sache, Spiele, die ab 18 sind und dann sind sie trotzdem geschnitten und so, das ist dann irgendwie schon, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Fanatiker davon, der es jetzt unbedingt mega brutal haben muss. Also irgendwie so irgendwelche Splatter-Games, also die kann ich mir dann auch selber nicht geben, die spiele ich dann selber auch nicht. Allerdings finde ich, sollte das dann doch jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde generell, ich meine, das liegt ja einerseits, ne, was heißt einerseits, das liegt ja eigentlich in der Verantwortung der Eltern. Ja gut, ich meine, man kann die Kinder nicht wirklich daran hindern. Ich meine, ich persönlich habe das nie gemacht, weil meine Mutter halt, was sowas angeht, ziemlich auf Zack war und ich mich gar nicht getraut hätte, irgendwelche Spiele ab 18 zu spielen, die ich nicht durfte, weil meine Mutter das wahrscheinlich gemerkt hätte. Aber ich weiß gar nicht, ab wann durfte ich Spiele ab 18 spielen. Also ich meine, ich habe mir damals, wer ist es jetzt, MW... Mein erstes Spiel ab 18 war ein James Bond, das war jetzt irrelevant. Dann, das durfte ich halt ausnahmsweise mal spielen. Für Bad Company 2 musste ich richtig battlen damals. Und erst ab MW2, also da war ich ja schon fast 15, also da war ich einen Monat bevor ich 15 war, ab da durfte ich dann eigentlich so mehr oder weniger jedes Spiel ab 18 haben. Und deswegen, ab da hat meine Mutter es dann eigentlich nicht mehr so kritisch gesehen. Aber wie gesagt, ich finde, das sollte man eher so von geistiger Reife abhängig machen, weil ich kenne wirklich viele Leute, die schon mit unter 10 angefangen haben, Ego-Shooter und so zu spielen. Das finde ich persönlich zu früh. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich jetzt nicht so früh das Spiel spielen lassen, weil das ist wirklich, das finde ich schon extrem heftig. Aber ich finde mal so ab 12 oder so würde ich jetzt sagen, gut, hängt von der individuellen Person ab, weil, wie gesagt, ich kenne halt Leute, die sind relativ normal, die haben so früh schon gespielt und haben sich auch damals schon relativ früh, haben sich damals schon so verhalten. Ich meine, ich habe mit dem Tobi aus meinem Clan MW2 gespielt. Ich meine, ich hatte das 2010. Wie alt war der Tobi da? Ja, noch nicht mal 13,5. Und der war vollkommen normal. Der war jetzt nicht irgendwie einer von den heutigen 13-jährigen COD-Spielern, die man in irgendwelchen Lobbys trifft. Aber wie gesagt, ich finde, da sollten die Eltern, stehen die in der Pflicht, da so ein bisschen mehr hinterher zu sein und das, sich dann auch mal dafür zu interessieren, für die Spiele vor allem, und sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich meine, mit meinem Vater konnte ich das ganz gut, der hat selber halt auch so Spiele gespielt, durch den kenne ich auch Call of Duty, weil der Call of Duty 4 gespielt hat. Aber meine Mutter zum Beispiel kann man für sowas halt gar nicht begeistern. Und Gameplay ist jetzt ja auch zu Ende. Wie gesagt, meiner Meinung nach, sollte man das nach der geistigen Reife halt abhängig machen, weil ich teilweise auch irgendwelche 15-Jährigen kenne, die halt sich total kindisch verhalten, was das angeht. Und denen sollte man dann sowas vielleicht nicht in die, wie heißt es jetzt, in die Hände geben. Und wie heißt es jetzt, wie gesagt, wenn die Kinder natürlich irgendwie darauf panisch reagieren, auf irgendwelche Gewaltszenen, dann sollte man das natürlich auch möglichst sofort unterbinden und dann möglichst auch mal darüber sprechen. Gut, Gameplay ist zu Ende. Morgen gibt es als Thema meine Lieblings-YouTuber.
Deswegen könnt ihr euch drauf freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gut bewerten. Bis dann, haut da rein.